Just bounce. Yo, moin Leute und herzlich willkommen zu Edit Bastards. Ich bin's Pete und herzlich willkommen zu einem Video auf dem Kanal, in dem ich euch kurz zeigen möchte, wie ihr dieses Twitch-Exklusivpaket bekommt. Und wie ihr quasi eure PlayStation 4, diesen Epic-Account, mit dem Epic-Account am PC quasi verknüpfen könnt, um gegebenenfalls mit euren Kumpels am PC zusammenzuspielen. So, erstmal ganz kurz, was dieses Paket enthält. Zwar einmal diesen Skin, den Hovark und den Abo-Kommandanten. Dazu dann noch den Notfallplan, den Rucksack und den Slipstream, den Hängekleider. Und wie ihr den bekommt, zeige ich euch jetzt gleich. Wir sehen uns. Und zwar bekommt ihr das Twitch-Paket, wenn ihr Twitch Prime-Mitglied seid. Das könnt ihr unter anderem mit Amazon machen. So habe ich es auch gemacht, das ist natürlich am besten. Für die Leute, die schon Amazon Prime besitzen, die können den Schritt jetzt überspringen. Für die keins haben, die können mit ihrem bestehenden Account oder sich hier bei Amazon einen Account erstellen und die 30 Tage der Testversion nutzen. Die könnt ihr dann auch direkt gleich wieder deabonnieren oder in meinem Fall lief sie glaube ich sogar einmal aus. Aber ich würde halt auf Nummer sicher gehen und lieber das Abo löschen. Und als nächsten Schritt geht ihr bei Twitch. Habt ihr dann schon mal, ich bin ja schon Twitch Prime Mitglied, kann ich euch schon mal sagen, dass ihr monatlich Lootboxen erhaltet, wo halt unter anderem auch dieses Paket ist. Und ihr könnt einmal im Monat einen Twitch-Streamer mit einem kostenlosen Abo unterstützen. Was ja in dem Fall vielleicht ich bin, vielleicht jemand anders, aber ja, werden wir ja sehen. Und zwar müsst ihr dafür dann bei Twitch einen Account erstellen, das auch wieder kostenlos ist. Dann geht ihr auf Einstellungen. Bei Einstellungen geht ihr dann auf Verbindungen. Und hier könnt ihr dann euer Amazon Prime Account quasi mit eurem Twitch verknüpfen und habt dann Twitch Prime. Dann müsst ihr noch ganz runter gehen und noch mit eurem PlayStation Account verknüpfen, den Twitch Account. Wenn ihr das getan habt, könnt ihr dann wieder zurück auf die Lootbox gehen. Dann habt ihr hier unten ein Feld, wo ihr draufdrückt, habe ich jetzt in dem Fall schon gemacht. Und dann seht ihr, dass ihr quasi den Loot zum Twitch-Konto hinzugefügt habt. Hier unten stehen dann die weiteren Steps, die ihr noch machen müsst. Und zwar, dass ihr quasi euer Epic-Account mit einem Twitch-Account koppeln müsst. Und wenn ihr bei dem Schritt seid, könnt ihr nämlich gleich noch euer PlayStation-Account gleich mit dem Epic-Account verknüpfen. Also die meisten gehen quasi auf diese Epic-Home-Seite. Da stellen sich hier oben rechts einen Account und stellen dann fest, wenn sie ihr PlayStation verknüpfen wollen, dass ihr PlayStation Epic Account bereits schon verbunden ist. Das liegt daran, dass das quasi diese Home-Seite ist. Ich weiß nicht warum, aber im Endeffekt geht ihr dann nach Fortnite hier oben. Auf Fortnite. Danke. Und könnt jetzt hier oben euren Account erstellen. Und dafür geht ihr wieder hier oben rechts drauf und drückt direkt auf PlayStation. So, und wenn ihr jetzt euer Epic-Account, euer PlayStation-Network-Account hier einloggt, das mache ich jetzt mal schnell, sehen wir uns gleich wieder. So, wenn ihr euch jetzt eingeloggt habt, habt ihr oben euren Epic-Namen, der dann auf jeden Fall wichtig ist, um mit euren Freunden am PC zusammen zu zocken. Dann geht ihr auf Konto, auf verbundene Kontos. Und dann müsst ihr Twitch und hier, das ist dann schon verbunden miteinander. Quasi dann Twitch hinzufügen. Und dann müsst ihr einfach nur noch die PlayStation starten. Das Spiel nochmal neu starten, Fortnite, falls ihr schon verbunden seid damit. Und dann habt ihr das kostenlose Paket. Ja, und um jetzt mit Freunden am PC zusammenzuspielen, braucht ihr noch den Epic Launcher. Den könnt ihr euch dann hier auch noch mit runterladen. Den müsst ihr starten. Und dann habt ihr oben rechts ein kleines Fenster, wo quasi Freunde hinzufügen sind und da müsst ihr eure Freunde direkt mit eurem Epic-Account suchen, hinzufügen und quasi die Leute, die dann vom PC aus mit euch spielen wollen, können die dann vom PC aus in eure PlayStation Party reinjoinen, also in die Lobby vom Spiel. Ja, das wär's dann. Bedanke ich mich auf jeden Fall und wir sehen uns heute Abend 20 Uhr dann nochmal im Stream. Ich hoffe, ich habe euch damit helfen können und vielleicht unterstützt ihr mich mit eurem kostenlosen Abo. Macht's gut.